Sonnenklar TV live vor Ort. Ja, liebe Zuschauer, live vor Ort sind wir natürlich auch für Sie, denn wir wollen über unser Studio hinaus auch noch ein bisschen hier die Äuglein öffnen für alles, was so in der näheren Umgebung liegt. Und da haben wir natürlich unsere Experten, die unterwegs sind. Einer davon ist Björn Kasper. Wenn der live vor Ort ist, wird es für Sie immer interessant, auch so für kleine Ausflüge. Ne? Der hat immer tolle Tipps auf Lager. Heute ist er in Ludwigsburg. Das ist so die Heimat von Sonnenklar TV. Da wurden wir geboren. Deswegen haben wir eine ganz besondere Affinität zu diesem wunderschönen Ort. Und Sie dürfen sich jetzt darauf freuen, was der Björn Ihnen erzählen wird. Ich kann Ihnen nur jetzt schon den Tipp geben, hören Sie gut zu, es gibt nämlich auch noch ein Gewinnspiel. Ganz spannend. Wunderschöne Grüße zu euch nach München ins Studio, liebe Sonnenklar TV Zuschauer. Kasper on Tour, Sonnenklar TV live vor Ort in Ludwigsburg. Und wenn Sonnenklar TV live vor Ort irgendwo ist, dann lohnt es auch wirklich dahin zu fahren. Und es lohnt sich wirklich, wie ich gerade sehe. Und denn Katharina von Spiegel steht neben mir. Und hätte ich das gedacht, was mich erwartet, hätte ich mal nicht meinen Eulenpulli angezogen. Katharina von Spiegel, was verbirgt sich dahinter? Ich bin die Hofdame ihrer königlichen Majestät Charlotte Mathilde. Und als Hofdame habe ich mich immer um sie zu kümmern, sie zu unterhalten. Und nun ja, ich weiß auch um jedes Geheimnis im Schloss Bescheid. Im Schloss, das sehen wir hinter uns, das wunderschöne Schloss. Was verbirgt sich hinter diesem schönen Schloss? Nun ja, ganz viele zauberhafte Märchen, viele Geschichten und 452 Räume, die man einfach erkunden kann. Wie kann ich die erkunden? Mit Katharina von Spiegel? Exactement. Entweder in Form einer Sonderführung eben mit einer historischen Figur oder als öffentliche Führung in der Belle Etage. Wir haben aber auch vier Museen zu bieten, ein Modemuseum, eine Keramikausstellung. Alles gar nicht so klein, wie man sich denkt, denn das hier ist eines der schönsten und größten Schlösser, barocken Schlösser in Europa und natürlich auch mein Favorite. Und Sie sind eigentlich Gästeführerin, also kann man das sagen, also eigentlich gar nicht Katharina von Spiegel. Genau, inkognito bin ich dann die Laura Imprescher und führe Sie natürlich ganz gerne groß und klein im Schloss durch. Wir haben zahlreich viele Sonderführungen, beispielsweise nachts im Schloss oder eben eine Kronleuchterführung mit Augenfunkeln. Aber natürlich auch für die Kleinen was dabei. Vor allem unser Kinderreich ist ganz beliebt, wo sich die Kinder selbst mal solche Roben anziehen können. Und dabei werden dann die Eltern zu Dienern, die beim Schminken helfen oder die Stühle nach hinten, nach vorne rücken zur Kakaotafel. Augenfunkeln habe ich auch die ganze Zeit oder eigentlich schon den ganzen Tag, seit wir in Ludwigsburg unterwegs sind mit Elmar Kunz, Tourismusmanager. Der weiß wirklich, was man hier erleben kann. Genauso reizend wie die Hofdame ist wirklich Ludwigsburg. Und dieses deutsche Versailles, wie es auch heißt, ist umgeben von einer prachtvollen Gartenlandschaft, dem blühenden Barock, in dem aktuell noch bis Anfang November die größte Kürbisausstellung der Welt läuft zum Thema Märchen. Das lohnt sich wirklich. Im blühenden Barock findet man auch den Märchengarten schon seit 60 Jahren, auch ein Dauerbrenner für Jung und Alt. Ansonsten haben wir noch zwei weitere Schlösser. Ein Schloss ist nicht genug. Den malerischen Marktplatz. Und da kann ich den Zuschauerinnen und Zuschauern noch zwei Highlights empfehlen. In einem Jahr vom 11. bis 13. September 2020 die Venezianische Messe, ein farbenfrohes Spektakel mit über 2000 Masken, Kostümträgern, Künstlern aus ganz Europa und natürlich jährlich unser barocker Weihnachtsmarkt, einer der schönsten in Deutschland, lohnt sich wirklich. Wenn ich, wenn ich neben mir schon Katharina von Spiegel habe, gibt es ein Anekdötchen? Nun ja, es gäbe viele. Sie haben bestimmt auch von unserem König Friedrich gehört. Er war ein ziemlich großer Mann, 2,11 Meter groß und 200 Kilogramm schwer. Nun hatten wir einst auch mal den Besuch von Napoleon und man sagt ja von ihm, dass er nicht ganz so groß war. Stellen Sie sich mal da den Unterschied vor. Nun ja, dieses und noch mehrere Insider und Anekdoten können Sie bei uns finden. Kommen Sie nur. Bei der Führung. Ja. Emma. Du wohnst selbst hier in Ludwigsburg. Jetzt erzähl mal so, wie würde so ein perfekter Tag für dich aussehen? Also der Sonnenklar-TV-Zuschauer, was sollte er unbedingt machen und wie würde er so einen Tag planen? Ein Tag reicht nicht. Man sollte ein Wochenende mitbringen und dann kann man die Schlösser hier erkunden. Man kann den Neckar und die Steillagen, diese Naturlandschaft, also wenn man mit dem Rad auch kommt, ist hier gut aufgehoben. Und dann die Innenstadt, der malerische Marktplatz mit den Menschen, die es auch beleben und den Festivals, die das ganze Jahr über hier laufen.
unheimlich viele Veranstaltungen habt ihr. Wo finde ich die alle? Also wo kann ich jetzt gleich der Sonnenklar-TV-Zuschauer, der Lust hat auf Ludwigsburg, wo kann er die ganzen Infos finden? Der geht einfach auf unseren Kanal bei Facebook, Visit Ludwigsburg, denn da haben wir auch ein Gewinnspiel ab heute, Sonnenklar-Gewinnspiel. Da gibt es unter anderem ein Wochenende im Schlosshotel Moripo in Ludwigsburg zu gewinnen und weitere ganz, ganz tolle Preise. Mitmachen ist einfach und lohnt sich. Habt ihr noch eine Internetseite für die Zuschauer, die kein Facebook haben? Ganz simpel, ludwigsburg.de. Ab nach Facebook, es lohnt sich, da gibt es ein Gewinnspiel. Ich mache auch gleich mit, denn ich will vielleicht auch noch eine private Führung gewinnen, aber da... Na, schauen wir mal. Mit ein bisschen Glück haben Sie vielleicht auch, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer Ludwigsburg, meine Empfehlung, mein Tipp zurück zu euch nach München ins Studio. Herzlichen Dank, ihr drei. Und für Sie zu Hause nochmal ganz, ganz wichtig. Der Elmar Kunz hat es gerade gesagt, der Tourismusmanager von Ludwigsburg. Es gibt ein Gewinnspiel, da können Sie dran teilnehmen, mit wirklich tollen Preisen. Und der Hauptpreis wird sein, dass Sie ein Wochenende zu zweit in diesem wunderschönen Ludwigsburg verbringen können. Und teilnehmen kann man auf der Internetseite, die da heißt visitludwigsburg.de. Einfach mal draufschauen auf die Seite, da gibt es zusätzlich natürlich noch viele, viele tolle Informationen. Unter anderem gibt es natürlich auch einen Eventkalender. Ich war nämlich vorhin mal kurz auf der Seite. Da kann man Konzerte, all solche Sachen auch mal ja, so überfliegen, wann, in welcher Reisezeit was stattfindet. Und danach könnte man dann vielleicht auch so ein bisschen seinen eigenen privaten Kurztrip dorthin mal planen oder eben dann teilnehmen am Gewinnspiel, um ein Wochenende für zwei Personen zu gewinnen, liebe Zuschauer. Und wir reisen jetzt weiter in die wunderschöne Welt über die Grenzen Ludwigsburgs hinaus, und zwar in die schöne Türkei. Bleiben Sie dran.